sie ist auch da. Das nächste ist ein Fingerspiel, eine Aktivität zur Körpererfahrung, wo wir unterschiedliche Körperteile einzeln bewegen. Nehmen wir mal unsere Hände und reiben sie ein bisschen. Spüren unsere Hände, weil da geht es gleich los mit den Händen. Der Daumen will anfangen, der will spielen mit der anderen Hand, mit der flachen Hand. Wir spielen und fangen lustig an. Wir spielen und fangen lustig an. Und wenn der Daumen nicht mehr kann, dann kommt das flache Händchen dran. Wir spielen und fangen lustig an. Wir spielen und fangen lustig an. Und wenn das Händchen nicht mehr kann, dann kommen die Fäuste kräftig dran. Wir spielen und fangen lustig an. Wir spielen und fangen lustig an. Und wenn die Faust dann nicht mehr kann, dann kommt der Ellenbogen dran. Wir spielen und fangen lustig an. Wir spielen und fangen lustig an. Und wenn der Ellenbogen nicht mehr kann, dann fängt der Fuß zu tippen an. Wir spielen und fangen lustig an. Wir spielen und fangen lustig an. Und wenn der Fuß dann nicht mehr kann, dann fängt der Kopf zu nicken an. Wir spielen und hören jetzt wieder auf. Brrr. Der Daumen hat gespielt. Was hat dann gespielt? Das Fäustchen hat gespielt. Fäuste kräftig. Und was war dann? Ah nein, das stimmt ja gar nicht. Blödsinn. Der Daumen hat gespielt. Das flache Händchen hat gespielt. Fäuste haben gespielt. Dann, was ist dann gekommen? Der Ellenbogen hat dann gespielt. Und wie der nicht mehr wollte, dann hat der Fuß angefangen zu tippen. Und am Schluss noch der Kopf, genau. Magst du es noch einmal machen? Einmal noch? Daumen, Hand. Wir spielen und fangen lustig an. Wir spielen und fangen lustig an. Und wenn der Daumen nicht mehr kann, dann ist das flache Händchen dran. Wir spielen und fangen lustig an. Wir spielen und fangen lustig an. Und wenn das Händchen nicht mehr kann, dann kommen die Fäuste kräftig dran. Wir spielen und fangen lustig an. Wir spielen und fangen lustig an. Und wenn die Faust dann nicht mehr kann, dann kommt der Ellenbogen dran. Wir spielen und fangen lustig an. Wir spielen und fangen lustig an. Und wenn der Ellbogen nicht mehr kann, dann fängt der Fuß zu tippen an. Wir spielen und fangen lustig an. Wir spielen und fangen lustig an. Und wenn der Fuß dann nicht mehr kann, dann fängt der Kopf zu nicken an. Wir spielen und hören jetzt wieder auf. Hui, ja, durch den ganzen Körper ist die Bewegung gegangen. Ganz ein schönes Spiel zur Körpererfahrung. Wir verabschieden uns, der Billy und ich. Bye bye und tschüss.